So, meine Lieben, weiter geht's mit einer neuen Folge der FIFA 15 Karriere. Und bevor wir uns gleich ja um die ersten Transfers kümmern, bevor wir die ersten geilen Spieler einkaufen und uns auch ja vom einen oder anderen trennen, da möchte ich mal die Zeit nutzen und mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Die erste Folge extrem gut angekommen, ihr seht's eingeblendet, was ich brutalst krass fand, neben den vielen, vielen Likes. Also ein dickes, fettes Danke dafür. Über 650 Kommentare. Und wenn ihr einfach mal euch überlegt, ein Kommentar hatte nicht nur einen Spielervorschlag, sondern so wahrscheinlich 3, 4 im Durchschnitt. Das ist brutal. Ich habe mir nichtsdestotrotz alle angeguckt, alle durchgegangen, mir eine ganze Seite vorausgeschrieben mit ein paar Kommentaren, werde die dann auch ab und zu einblenden, sprich, dass du, vielleicht du, der den Kommentar geschrieben hast, dich dann im Video wiedererkennst. Und von dem her, wie gesagt, dickes, fettes Dankeschön, wenn euch das Video gefällt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr wieder einen Daumen nach oben da lasst. Und wie gesagt, überragendes Feedback. Überragend. Und von dem mehr würde ich sagen, gibt es heute einiges zu tun im zweiten Part. Wir beginnen mit ein paar Transfers. Ich muss euch aber vorher noch schnell was zeigen, denn ein klein wenig hat sich was getan. Ne, erste Folge, was passiert? Mein Speicherstand war gleich mal so ein bisschen im Eimer. Deswegen musste ich noch mal ein bisschen neu starten hier mit Leicester City, mit Atalanta, Bergamo und mit Empoli. Haben wir jetzt halt 3 andere Testspielgegner. Halb so wild, die werden wir eh simulieren. Von dem her ist das erstmal egal. Und was ich jetzt auch gleich am Anfang mit reinnehmen möchte, damit da wirklich jeder Bescheid wisst, denn Tim Polst hat geschrieben, ach so, und spiel diesmal bitte auf Legende, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen und ein Smiley, das werden wir auch tun, sprich, wir werden diese Karriere auf Legende durchziehen, versuchen, absolut, ne, gegen diese Schwierigkeit anzukommen. Bin ich mal gespannt. Mit United haben wir ja auf Ding gespielt, auf Weltklasse. Von dem her wird Legende doch nochmal eine ganz schöne Ecke schwieriger. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es machbar. Und das kriegen wir hin. Da spielen wir uns irgendwie schon rein. So, Freunde. Also, wo beginnen wir? Ich weiß gar nicht, wo wir so wirklich beginnen sollen. Bei einer so fetten Anzahl an Kommentaren. Ich gehe es, glaube ich, einfach der Reihe durch. Und wir können auch fast schon mit einem Spieler, mit einer Personalie anfangen, die mehr oder weniger fix ist. Das hat man eigentlich schon im ersten Part aus meiner Stimme rausgehört, dass ich den Kollegen wieder haben will. Und es ist natürlich Peni Mlapa, Velat Özdemir, Sven Splitgab und FC Besna. Ihr seht es eingeblendet, habe ich mal so ein bisschen ja, dafür rausgenommen. Aber es waren noch viele, viele Kommentare mehr mit Hashtag Mlapa, den Spieler wieder zurückholen. Und von dem her tun wir das. Von dem her gehen wir rein. Peni Mlapa als ersten echten Stürmer. Ich bin nur gerade mal am Gucken. Spieler verkaufen, da sind sie. Den ersten richtigen Stürmer, wenn er denn auch einer ist, ja, das ist er, Gott sei Dank, den wir hier zurückholen. Also, Entschuldigung, liebe Klubberer, ich bin ja selbst ein Klubberer, aber Mlapa kommt jetzt wieder zurück. So, Mlapa ist da, 300.000 hat er mehr oder weniger gekostet, müsste jetzt wieder im Kader sein. Wir schauen mal eben gleich schnell nach. Assistenztrainer, Rückkehr, ausgeliehener Spieler, da schauen wir doch mal rein, was da so dabei steht. Die Ausleihe von Mlapa an Nürnberg ist beendet, er ist zurückgekehrt und kann eingesetzt werden. Das ist schon mal schön. Hockt er denn jetzt dann da unten? Ja, da ist er. Da ist er, der Penil, Freunde. Penil, Mlapa und Anthony Ucha, der Traumsturm, oder? Das wäre was. Aber zu Ucha kommen wir gleich noch. Also, erster Neuzugang, mehr oder weniger fix. Mit Penil, Mlapa. Dann der nächste Kommentar von Hanrissel. Moinsens. So, Lukas. Yusuf Paulsen von RB Leipzig ging bei mir schon bei Ultimate Team recht gut ab. Der hat prima Skills, guten Körper und ist trotzdem schnell und kopfballstark. Quasi so ein Ibrahimovic 2.0. Der halt nur noch einige Attribute verbessern muss. Denke, damit kannst du gut was reißen. Also, Paulsen, da auch Hanrissel stellvertretend für einige andere Leute, die auch noch den Kommentar bzw. den Spieler sich gewünscht haben. So Finn Sunderman und Pi und Pa und Po, Freunde, kommen wir auch noch später mit dazu. Enorm, also wie gesagt, es war einfach nur krass. Ich war jetzt 1,5 Stunden da gesessen, habe mir jeden einzelnen Kommentar durchgelesen und am Ende so ein paar Top-Dinge rausgegriffen. Hätte ich nicht erwartet, dass es so viele Kommentare sind, aber macht die Sache natürlich noch um einiges geiler. Von dem her gehen wir jetzt mal rein. Beziehungsweise, da müssen wir für Pauls müssen wir gar nicht rein, denn den haben wir hier. Wird nicht beobachtet, von dem her würde ich sagen, Yusuf Paulsen, bitten wir einfach mal den Herrn Rczatkowski oder Tschatkowski, dass er den Kollegen mal ein bisschen genauer anschaut. Katletz ist auch ein Spieler, der sich gewünscht wurde. Komm, dann machen wir gleich den nächsten Kommentar, wenn das hier so mit am Start ist. Und zwar, ich muss nochmal gucken, von wem. Hier, Gamer Snakes, pass auf, dass du Gladbach nicht zerstörst. Das fand ich auch schon mal richtig gut. Scheinbar ein Gladbach-Fan, hat ein bisschen Angst vor mir als Trainer. Aber das kriegen wir hin. Transfers, Fabian Schär für die Innenverteidigung, Mohamed Abdelaue oder Vaclav Katletz für den Sturm. Sprich, ich werde mal Katletz beobachten. Die Frage, die wir uns natürlich stellen müssen, ist, inwieweit wir jetzt noch einen Stürmer holen wollen. Welche Art von Stürmer und so weiter und so fort. Jetzt habe ich Rudnevs beobachtet, oder? Nee, beenden. So, nee, da oben ist doch Rudnevs. Ich bin doch blöd, da ist doch Katletz. So, das stimmt doch alles. Wunderbar, den werden wir beobachten. Ramos war auch noch so ein bisschen zur Debatte gestanden, aber sehe ich jetzt eher unrealistisch. Und das war auch so ein Kommentar von euch in Richtung Versuch, realistisch zu spielen. Versuch, wo habe ich den denn hingeschrieben? Ich weiß es schon gar nicht mehr.
Versuch realistisch zu spielen. Von Darius Let's Play hat das geschrieben. Realistische Transfers zu tätigen und so weiter und so fort. Und da, wie gesagt, da möchte ich auch wirklich in die Richtung gehen. Das ist ja so das, was man bei mir im Karrieremodus wie heißt Fußballmanager oder jetzt auch in FIFA 15 immer so erlebt hat, dass wir da versuchen, wieder ein bisschen realistischer noch zu spielen, damit er da Bescheid ist. Sprich, den haben wir auch, Yusuf Paulsen, werden wir mal beobachten. Ein ganz junger Mann, der scheinbar auch gar nicht so schlecht ist, muss ich gestehen, sagt mir jetzt erstmal nichts, ist der Cole. So, die Frage ist nur, wer das ist, das wird wahrscheinlich er hier sein. Ich glaube, 19 Jahre ist er jung, habt ihr geschrieben, oder 20. Er ist auf jeden Fall, er spielt bei Juve. Na, das ist er, dann ist er das schon mal nicht. Dann ist es scheinbar der andere Cole. Der Kommentar hatte einige Likes, also der könnte gar nicht so schlecht sein, den habt ihr euch mehr oder weniger zusammen gewünscht. Devante Cole, Milton Kidons, da wollte ich nicht hin. Frage ist, es kann natürlich sein, dass der auch ausgeliehen ist jetzt schon von Juve irgendwo hin. Wir schauen einfach mal. Oder kann ich, kann doch das hier suchen. So, machen wir es doch anders, Freunde. Machen wir es doch anders. Zurücksetzen, dann gehen wir da rein, dann ist das ein Stürmer und er spielt in der italienischen Liga Serie A bei Juventus Turin. So, zack, 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 suchen wir mal. Und dann muss er irgendwie, wo ist er denn? Younes Bnu, Tevez, Chiovinco, Llorente. Da ist er irgendwie nicht so wirklich mit dabei. Da ist er so nicht dabei. Dann müssen wir den nochmal so suchen. Freunde, wir geben nicht auf. Nö, wir geben nicht auf. Den finden wir schon. Es muss ja ein Stürmer sein. Carlton Cole ist ein bisschen alt. Stockton hier. Devante Cole. Vielleicht ist es auch dieser Devante, weil es gibt keinen Jüngeren. Ne? So, was steht da nämlich geschrieben? Gaming TV. Ja, endlich die beste Mannschaft, die es gibt. Du musst mal nach Cole schauen. Ist ein sehr junger Stürmer bei Juventus. Ist echt schnell. Kannst du für 1 Million circa bekommen. Ne, dann wird es wahrscheinlich Cole Stockton. Nee, Cole muss er ja mit Nachnamen heißen. Und es gibt nur ihn als Stürmer. Dann muss es eher schon sein. Dann wird es eher... Huch, jetzt gehe ich wieder da rein. Dann wird es schon eher sein hier. Ich würde einfach mal sagen, wir beobachten ihn, setzen den mal auf die Wunschliste und hauen auch mal eine Anfrage raus. Werden wir mal schauen, was da letztendlich bei rumkommt. Vielleicht ist er es ja. Wir können ja nochmal, aber wir haben da zu wenig Infos, ne, dass wir sagen können. Stärken, Sprinttempo. Also er ist ein schneller, beweglicher Mann. Das könnte schon hinhauen, dass es er ist. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, falls das heute nicht mehr in der Folge vorkommt, ob das der richtige Cole ist. Ich hoffe es einfach mal. Darius Let's Play, genau, da war nochmal der Kommentar von wegen, wenn du, ich fände es gut, wenn du mehr mit dem Scouting-System arbeitest und möglichst realistische Transfers tätigst, das haben wir angesprochen und jetzt nochmal ein ellenlanger Kommentar. Es gab auch noch viele, viele Kommentare mehr von euch, wo ich mich auch nochmal so bedanken möchte, die ich jetzt nicht mit reinnehmen werde, Phil Dattel zum Beispiel, Lachskopf, viele, viele Romane habt ihr da geschrieben, die ich mir durchgelesen habe, aber wie gesagt, ich konnte nur eine bestimmte Anzahl an Kommentaren damit reinnehmen und von dem her habe ich mich jetzt mal für die entschieden, die da links auf meiner Seite liegen. So auch von Finn Sander. Man, endlich wieder Bundesliga. Finde es allerdings doof, dass du simulieren willst. Vielleicht kannst du mich ja vom Gegenteil überzeugen. Also simulieren werden wir schon mal auf jeden Fall. So unwichtige Spiele in Anführungszeichen, Spiele, die nicht so ganz interessant sind, werden wir einfach simulieren, dass wir schneller vorankommen, weil sonst dauern die Saisons zu lang und ja, das ist dann einfach. Ne? Man will ja auch im Laufe der Zeit so ein bisschen vorankommen. Wie wäre es im Sturm mit Pauls? Den haben wir schon angeschaut. Oder Hashtag Knapper, den haben wir geholt. Sonst vielleicht für die Innenverteidigung Nacho von Real Madrid oder Fabian Scher vom FC Basel. Wäre cool, wenn du viel auf junge Talente setzt und auch etwas Geld in den Jugendstab investierst. Gladbach bringt immer gute Talente hervor und das könntest du ja fortführen. Sonst auf Ballbesitz spielen und so den Gegner dominieren. Freue mich drauf und geiles Thumbnail. Ja, das Thumbnail mit mich im Anzug. Ja, unglaublich, oder? Schön reingeschnitten. Aber zurück zu den Spielern, Nacho und Shea. Shea wurde sich auch enorm häufig gewünscht, von dem her werde ich den mal mit reinnehmen. Frage ist, inwieweit wir irgendwo Probleme haben, halt, sprich, ob man die dann braucht. Man muss immer im Hinterkopf behalten, so viel Kohle haben wir nicht. Vertrag läuft in 12 Monaten aus. Vertrag läuft in 12 Monaten aus, Freunde. Das klingt doch sehr, sehr interessant. Das klingt richtig interessant. Also den werden wir mal beobachten, vielleicht für nächste Saison fix verpflichten. Shea, einer, der absolut genial ist, der sich absolut genial entwickeln wird, gehe ich mal schwer von aus. Als Schweizer passt er, denke ich, auch rein. Basel, bisschen internationale Erfahrung. Also der würde richtig gut passen. Frage ist, ob man ihn dann noch diese Saison kauft oder eben erst nächste. Müssen wir mal schauen. Müssen wir mal gucken, er ist auf jeden Fall auf der Transferliste. Und dann war es noch der Nacho, den wir uns angucken sollen. Von Real Madrid. Innenverteidiger, Nacho Fernandes oder wahrscheinlich schon, ne? Wahrscheinlich schon. Ja, Nacho Fernandes. Okay, kann ich wenig zu sagen. Im Verein seit 2010 werden wir einfach mal beobachten, auf die Wunschliste setzen und auch da eine Anfrage starten. 1,79, also eher ein kleinerer Innenverteidiger von den Königlichen.
Aber bin ich mal gespannt. So, dann XL Pusher schreibt, Junusovic, Heuberg und Selke wären auch cool. Also Selke, denke ich, können wir mal streichen. Junusovic auch eher, auf was ich mich dann mal so kurz beschränken wollte, war der Huppala, der Heuberg, oder wie man ihn auch immer jetzt genau ausspricht, der Pierre-Emil, nennen wir ihn dann doch so. Allerdings, ihr seht schon im Hintergrund, wir haben ja die aktuellen Transfers mit am Start. Das heißt, er ist momentan beim FC Augsburg unter Vertrag. Sieht ein bisschen aus wie Klaas, oder? So ganz leicht. Ich weiß auch nicht. Kann ich mir nicht helfen. Klaas Heuberg. Werde ich auf jeden Fall mal auf die Transferliste bzw. auf die Wunschliste vielmehr hauen, aber ist an Augsburg ausgeliehen von den Bayern, heißt, da geht leider momentan noch nichts, Freunde, aber vielleicht für die Zukunft auch ein sehr, sehr interessanter Mann, wobei wir ja im ZM eh schon krass gute Talente haben, weiß nicht, ob da so ein Heuberg von den Bayern auch noch wirklich was bringt, da lieber dann auf eigene setzen. Dann ein Kommentar, auf den ihr wahrscheinlich schon lange wartet jetzt. Alperin Baskul, du könntest dir Ucha holen, kennst ihn ja von der Gaudino-Serie. Wäre perfekt, weil du Erfahrung mit ihm hast. Wir werden ihn auf jeden Fall mal mit draufhauen. Aber das ist nochmal so ein Problem, beziehungsweise so eine Sache, die ich mit euch abklären wollte. Wie machen wir das denn bitte mit dem Sturm jetzt hat? Wie machen wir das mit dem Sturm, ne? Anthony Ucha, wie gesagt, ein super Kerl, super drauf, super geil. Haben wir, wie gesagt, in der Gaudino-Serie auch mitbekommen, aber wollen wir ihn noch vorne mit reinzimmern in den Sturm? Ich denke, Mlapper ist ein ähnlicher Spielertyp. Mlapper ist da relativ ähnlich. Also, ich weiß nicht so recht. Da müssen wir uns danach nochmal umschauen im Kader, was da vielleicht so das Beste wäre. So, dann Love Johnny J schreibt, kauft ihr Paulsen, Selke und Kampel. Den Kommentar habe ich dann vor allem auf Kampel bezogen, aber das ist, ihr wisst jetzt schon, ich schätze mal das ähnliche Problem, der ist ja bei Dortmund gewechselt, gerade genau. Das ähnliche Problem wie Dingens hier, wie heißt der? Heuberg. Sprich, auch da werde ich das mal für Zukunft mit auf die Transferliste nehmen, aber jetzt zu Beginn noch nicht, ne, wirklich verpflichten. Geht nicht, Freunde. So, ein anderer Mann, wieder selbes Thema. Ihr merkt, ich habe da trotzdem ein paar mitgenommen, die wir vielleicht momentan noch nicht verpflichten können, aber die allesamt relativ interessant klingen und die auch so zu Gladbach passen könnten, wäre jetzt mal Shaqiri. Werde ich auch mal schnell drauf von, handeln wir aber schneller ab, von Iburshi gewünscht. Und dann noch zu guter Letzt, dann haben wir es ja schon. Ich habe noch ein paar Kommentare mit rausgeschrieben, ein paar Spielernamen, die sich auch gewünscht wurden, wie Rüdiger, Bernard war dabei, Ibrahimovic wurde sich gewünscht, Ricardo Rodriguez, Selke, Diekmeyer, Embolo, Tielemans, Ødegaard. Ødegaard ist eine gute Sache, da wollte ich mal schauen, ob der jetzt schon drin ist, mittlerweile leider noch nicht. Okay, ist erst vor ein paar Tagen zu Real gewechselt, ist da noch nicht mit am Start. Tielemans scheint auch ein relativ standardmäßiges Talent zu sein, aber auf sowas stehe ich ja nicht, das wisst ihr. Können wir uns mal kurz anschauen. Hier, 17 Jahre jung. Juri Tielemans. Aber das lassen wir. Nee, das war's jetzt mal soweit von den Kommentaren, die ich mir rausgeschrieben habe. Wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank an alle, die da kommentiert haben. Unfassbar, wenn er das hochrechnet. 660 Kommentare oder 650. Und dann das Ganze mit im Schnitt 4 Spielern, die ihr vorgeschlagen habt. Das sind einige, oder? Selbst wenn es 3 sind. 1800, 1500. Ist ja egal, aber es sind so krass viele. Aber nichtsdestotrotz, dickes, fettes Dankeschön dafür an euch. Hat richtig Laune gemacht, sich da so ein bisschen durchzuklickern. Und wie gesagt, war erstaunt, dass es dann doch so viele sind. Mit der Hälfte. Vielleicht mit 400. Hätte ich so gerechnet, aber nicht mit 650 nach. Nicht mal, was haben wir, nach nicht mal 20 Stunden nach Veröffentlichung des Videos. Richtig, richtig, richtig gut. Von dem her, Dankeschön. Und jetzt schauen wir mal rein in die Mannschaft. Wie wir das Ganze jetzt da so ein bisschen angehen wollen. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt mal unser Team schon mal so ein bisschen zu formen. Sprich, mit der Truppe, die wir momentan haben, eine Startaufstellung zu bilden. Frage ist, wir beginnen einfach mit dem Tor, das ist Sommer, das ist klar. So, dann beginnen wir mal rechts. Johnson oder Korb? So, Johnson ist blau, Johnson ist den Ticken besser, deswegen kommt Johnson mal für Korb rein. In der Innenverteidigung hätten wir Stranzl, ich denke, das passt. Stranzl und Janschke, Dominguez auf links, da können wir schauen. Links hat man noch Wendt. Dann können wir Dominguez in die Mitte ziehen, aber auch das taugt, glaube ich, so weit. Innenverteidigung ist halt so das Thema. Scheer, Fragezeichen, ja, nein, vielleicht, ich weiß es nicht. So, dann auf der linken Seite Hazard. Da können wir theoretisch Traoré, nee, können wir nicht Traoré hinpacken. Hermann auf rechts, wo ist denn jetzt Hahn hin? Hahn ist da. So, weil Hahn müssen wir auf jeden Fall reinnehmen, habt ihr gemeint. Hermann hat euch so ein bisschen enttäuscht, zumindest den einen oder anderen, die auch schon mit Gladbach gespielt haben. Deswegen packe ich da mal Hahn hin. War auch eine Überlegung, mit Hahn und Raphael vorne zu spielen. Hat mir auch jemand geschrieben. Müssen wir mal schauen. Frage an sich ist natürlich auch schon von vornherein, welches System? Ich packe jetzt einfach mal die 11 Besten rein, so grob, die ich meine, die spielen sollten. Xhaka, Kramer, Hazard links. Hazard wird sich häufig gewünscht. Werden wir, denke ich, auch mal spielen lassen, den Kollegen. Und vorne dann Raphael, Kruse, beziehungsweise vielleicht Kruse sogar verkaufen und Mlapper mit rein. Ich weiß es nicht. Wobei, Kruse möchte ich eigentlich schon auch irgendwo behalten. Aber ich glaube, ich packe trotzdem mal Mlapper jetzt vorne rein. Ich glaube, Mlapper liegt mir einfach so ein bisschen besser.
Crusher stelle ich mal hier irgendwo mit hin für den Darms. So, also ich denke, das ist jetzt mal so die Truppe mit den Leuten, die wir Stand jetzt gekauft haben. Das ist noch im Lapper und mit dem aktuellen Kader, wie wir spielen würden. So, das speichere ich mal eben. Und dann gehen wir mal rein, machen als nächstes mal das hier, Spieler verkaufen. Schauen vielleicht mal nach so ein paar Jungen, die wir verleihen sollten. Der Hut wird relativ selten eine Chance kriegen, würde ich fast mal sagen. Kurzleihe oder lange Leihe? Das ist noch so die Frage. Glaube ich, werden wir sogar mal eher... Bringt da eine Kurzleihe was? Bringt das was? Ich würde fast sagen, wir probieren... Oder probieren was mit ihm? Ah, es ist schwierig. Wen verleihst du, wen nicht? Ich denke, Mero... Fangen wir mal da an. Mero und Schulz können wir mal auf Leihliste setzen. Und zwar die ganze Saison. Schulz auch. Weil Innenverteidigung, wenn wir in der Innenverteidigung nicht perfekt aufgestellt sind, aber ich glaube, die kriegen eher weniger die Chance, mit der Stärke schon bei uns in der Innenverteidigung standardmäßig ran zu dürfen. Seza, zentrale offensives Mittelfeld, ist die Überlegung, da werde ich mal auch die ganze Saison versuchen zu verleihen. Ritter auch, ich würde sagen, die ganzen Jungen versuchen wir mal die ganze Saison zu verleihen, außer Dahut, bei dem probiere ich jetzt mal eine Kurzleihe und bei Brandenburger machen wir auch die ganze Saison. So, das heißt, die ganzen Jungen hätten wir da mal. Irgota bleibt natürlich da, Xhaka, Zimmermann, Korb, Mlapper. Die bleiben schon mal mit am Start. Zimmermann auf rechts. Könnte man fast überlegen, inwieweit wird der sich vielleicht noch bessern. Da haben wir auf der Position, wenn wir das mal hier so sortieren, da haben wir mit Johnson und Korb zwei viel bessere. Das heißt, Zimmermann würde ich mal auf die Transferliste setzen. Vertrag läuft auch in 12 Monaten aus, also das macht Sinn. So, jetzt haben wir es nach Ding getauscht, ne? Nach Position, dann gehen wir das von oben an. Blaswig, 59, Heimeroth 67 und Sommer eine... 80, das passt. So, Innenverteidiger hätten wir vier Stück. Stranzl, Schulz, Mero, Janschke, Brauers. Mero, Schulz, verleihen wir. Darms, Karriereende. Dominguez, Wendt auf links. So, Johnson, das haben wir auch gemacht. Dann die rechte Seite. Traoré, Hermann, Hahn. Ist schon brutal gut. Mit 3,76ern aufgestellt. Vielleicht da die Überlegung, ob man einen Hermann vielleicht sogar verkauft. Kann Hermann denn noch auf der anderen Seite spielen? RMLM, Traoré... RMLM und Hahn, wahrscheinlich Stürmer eher noch, oder nur RM. Okay, also dann können wir mit einem der beiden schon mal auf links planen. Dann lassen wir Hermann auf jeden Fall mal mit am Start. Dahut, Kurzleihe, Kramer ist geliehen, Max, ganz ehrlich, könnten wir fast versuchen sogar, Max können wir sogar versuchen hier auf Transferliste zu setzen, in guten Torben. So, Brandenburger, Xhaka, Hazard, Ritter, Seza, Kruse, Raphael, Younes wird er übrigens ausgesprochen. Lass ich mal, ganze Saison verliehen, können wir immer noch auflösen zur Not Mlapper und Irgota. Also, das ist soweit die Truppe, dann glaube ich, haben wir das auch mal ganz gut abgehandelt, dass man sagt, gut, welche Spieler verkauft man, welche behält man da und so weiter und so fort. Und dann können wir eigentlich fast weitermachen mit, Frage ist, mit was machen wir eigentlich weiter? Wir können eigentlich mal ein paar Tage vorangehen, oder? Gucken, was die ersten Anfragen da bringen. So, 1,3 Millionen für diesen Devante. Das lassen wir mal drin, weil die sind alle noch nicht so weit gescoutet. 8 Millionen, Fabian Scheer. Da ist die Überlegung, ob man ihn wirklich nicht für die nächste Saison holt. Na, wäre geil. Nacho Fernandes, 3,5 Millionen. Anthony Utcha, keine Verpflichtung möglich, mehr oder weniger. Und das Ziel in der Europa League, der Pokalsieg. Freunde, international sollen wir das Ding holen, den Cup holen. Das wird schwierig, aber vielleicht schaffen wir es, ja. So, Rückkehr ausgeliehener Spieler, Mlapper, das wissen wir. Sprich, die lassen wir mal so drin. Devante, Cole, Fabian Scheer, Nacho Fernandes und Anthony Utcha. Und gehen nochmal ein paar Tage voran. Und da haben wir Kevin Campbell, 15 Millionen. Gut, den können wir erstmal nicht holen. Shaqiri, 25. Alter Schwede, Freunde. Alter. Aber die wollten wir eh nicht holen. Frage ist jetzt einfach nochmal kurz, wie machen wir es vorne? Wie machen wir es im Sturm? Wir haben Irgota, der mittlerweile als echter Stürmer angezeigt wird. Wir haben Mlapper und wir haben Kruse. Reicht das? Reicht das, Freunde? Zweite Frage, wie wollen wir überhaupt spielen? Ich würde fast sagen, wir können versuchen, mit einem 4-3-3 in der Richtung mal was zu starten. Sowas in der Art. Das wäre eher ein Ticken defensiver. Wir brauchen schon einen auf der 10, weil da muss der Ding ran. Der Raphael. Heißt entweder das hier oder das hier. Dann glaube ich fast sogar das hier. So, dann werden wir das mal nehmen. Ach, kann ich das nicht sogar noch bearbeiten? Nee, kann ich nicht.
Abbrechen. Nee, wir müssen hier runter. Das System, das nehmen wir. So, gehen wir rein ins Team. Das heißt, wir stellen Raphael hier hin, Mlappa vorne rein, links Hassan, rechts Hahn. Wo ist er? Achso, der muss irgendwo da drin sein, ne? Hier, rechts Hahn, Chaka Kramer auf Doppelsechs, Raphael, den glaube ich, kann ich doch jetzt halt hier irgendwie noch so ein bisschen bearbeiten, den Kollegen. Raphael? Nee, Anweisungen, hier was. Oder? Hier, Taktiken? Wo konnte ich denn das machen? Ich konnte auch hier irgendwo den noch so ein bisschen vorziehen. Rollen vielleicht? Nee, Anweisungen müsste ja wenn es sein. Wo konnte ich das denn machen, Freunde? Ich weiß, dass das irgendwo ging. Irgendwo ging das. Muss ich mal vielleicht nochmal gucken. Vielleicht machen wir das erst in der nächsten Folge, weil ich weiß es gerade echt nicht. Irgendwo konnte ich die noch so ein bisschen verziehen. Das muss ja, rein theoretisch macht es am meisten Sinn direkt in der Aufstellung, ne? Aber da geht's gerade nicht. Okay. Oder hier. Macht's auch nicht. Also muss ich mal gucken. Könnt ihr mal gerne mal in die Kommentare schreiben, wie wir das machen sollen oder wie das geht. Aber sonst passt jetzt so von der Aufstellung erstmal gesehen her schon ganz gut. Frage ist halt Mlappa oder Kruse da vorne. Ich sortiere mal schnell das auf der Bank noch, dass ich da durchblick. So. Okay. Hermann müsst vielleicht noch mit. Dann nehme ich erstmal Korb raus. Traoré bleibt auf der Bank. Das sortieren wir aber auch mal so nach denen, die ich am ehesten mitnehmen würde. So, und Dahoud, dem sollten wir auch die ein oder andere Minute gönnen. Zack, Heimerot auf die Bank. Okay, also das ist soweit die Truppe. Ich weiß es echt nicht, was wir da machen sollen. Irgota, Kruse, Mlappa, wir können theoretisch auch Hahn noch nach vorne stellen. Also ich glaube, das passt fast. Ich glaube, wir werden im Sturm nicht mehr zuschlagen. Aber wo denn dann? Das ist die Frage, die sich mir stellt. Ich speichere mal. Müssen wir echt mal gucken. Oder sollen wir uns diesen Paulsen holen? Transferangebot für Max Kruse. Was bieten sie denn? 12,5 Millionen. 12,5 Millionen werden für Kruse geboten. 9,5 ist er wert. Zwischen 13,3 und 16,6 sollten wir ihn abgeben. Wird da geschrieben. Vielleicht sagt man gut, man macht mal ein Gegenangebot. Wenn der Preis stimmt, sind wir doch ein Verein, der dann sagen muss, gut, adieu, bye bye. Sagen wir mal, wenn die 16 bieten würden, dann würden wir den an Stoke City abgeben. Schauen wir mal. Also, wenn sie es machen, dann tschüss, Grüße. Wenn nicht, dann nicht. Anfrage zu Campbell, das sind die ganzen Anfragen, da müssen wir schauen. Was ich trotzdem irgendwo, ich weiß, 8 Millionen für Scheer sind ein ganz schöner Haufen. Sind brutal. Vor allem, wenn er nächste Saison ablösefrei ist. Aber wäre das nicht doch wichtig? Brauers, Janschke, Stranzl hätten wir da. Brauers, international, glaube ich, nicht mehr so top mit einer 73. Stranzl, Janschke sind toll, aber wenn die ausfallen, was dann? Boah, das ist schwierig. Ne? Wie wägt man ab? Finanzielles gegen Sportliches? Ganz, ganz spannende Frage. Scout-Abschlussbericht zu Ucha. Oh, den können wir uns vielleicht sogar mal anschauen. Anthony Ucha, da ist er. Lass mal, glaube ich, auf der Wunschliste. Möchte ich erstmal eher nicht kaufen. Von den Kölnern auch noch. Bleibt erstmal da. 2 Tage hier noch für Paulsen. Ist der Bericht auch vollständig? Das ist interessant. Wert 925.000 gerade mal. Zeigt großes Potenzial. 20 Jahre jung. Sollen wir uns den holen? Ich weiß es auch nicht. Cutlets haben wir da noch mit am Start, der Frankfurter. 2,4 Mille wert. Hat das gewisse Etwas. Auch interessanter Typ. Auch ein interessanter. Ich komme schon wieder nicht weiter. Ihr kennt mich. Ich komme schon wieder nicht weiter. Stoke City. Überdacht. Leider können wir nicht so viel investieren. Wir haben ein neues Angebot unterbreitet. Angebot eine Transfersumme 13. Dann sagen wir gut, 15 nehmen wir noch mit. Alles andere, nö. 15 maximal für Große, sonst bleibt er hier. Was? Achso, Saison gleich. Ich dachte schon, die haben jetzt gleich angenommen hier. Brandenburger nach Charlton Athletic. Machen wir mal. Annehmen. Saisonleihe. Okay, also Nummer 1. Der gute Nico Brandenburger wird da erstmal so ein bisschen spielen. Die können wir löschen, die Nachricht. Ucha können wir löschen. Transferangebot können wir löschen. Das können wir auch löschen. Cutlets haben wir schon gesehen. Paulsen haben wir auch gesehen. Und Max Kruse weg damit. So, dass wir nur noch die Anfragen drin haben. Gehen nochmal ein paar Tage voran. Nationaltrainerposten. Was haben wir denn da Schönes? Gibt es da schon die ersten Angebote? Nee. Okay, dann können wir das löschen. Mal nur wieder die allgemeine Info. Campbell Abschlussbericht. Heuberg. Oh, neues Angebot. City.
es zu akzeptieren und das Geschäft perfekt zu machen. Also, Max Kruse 15 Millionen, Stoke City ist dran, 9 war er wert, 9,5. 15, denke ich, das kann man mal gerne mitnehmen. Da ein bisschen Kohle rauslockern und dann eventuell doch noch vorne eine Bombe holen. Dann müssen wir auch jemanden holen, aber das schauen wir mal. Abschlussbericht Nacho Fernandes interessiert mich jetzt auch erstmal nicht. Devante Cole auch nicht und Fabian Scheer wäre dann so die Überlegung. Ich mache mal nochmal eine Anfrage. Ich glaube, haben wir zwar schon, aber machen wir nochmal. Also, Freunde, es geht hier voran, ihr merkt... Oh, jetzt habe ich ein paar Anfragen gelöscht, ne? Ich depp. Naja, es geht voran, ihr merkt, trotzdem gibt es jetzt an der Stelle erstmal so eine kleine Unterbrechung. Wenn euch der Part gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr einen Daumen wieder nach oben da lasst. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst am besten ein Abo da, dann verpasst ihr nämlich gar nichts. Und in dem Sinn wünsche ich euch noch einen schönen Sonntagmorgen, einen wunderbaren Start in die Woche. Macht's gut, bis zum nächsten Part. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.